Guten Tag, Freunde der Balaisonmesse. Heute gibt es mal kein Review. Ich möchte nämlich heute mal ein bisschen was anderes machen. Ich wurde in letzter Zeit sehr oft in meinem Verwandten- und Freundeskreis gefragt, wieso ich eigentlich so viel Geld für Balaisonmesse ausgeben möchte. Weil ich habe nämlich gesagt, dass ich mir den neuen Barebones-Trainer für $200 holen möchte. Und wenn es den dann auch noch gibt, dann werde ich mir den auch noch beschaffen. Das ist inzwischen schon festgelegt meinerseits. Und ich möchte euch heute mal einen Vergleich zwischen einem billigen Trainer zeigen für ungefähr 16, 17 Euro und einen teuren für gerade mal 70 Euro. Und ich würde jetzt einfach mal direkt anfangen. So, gucken wir gleich mal auf den Qualitätsstandard von so einem billigen hier. Das hier ist jetzt einer, den wollte ich ursprünglich auch mal vorstellen. Und dann hatte ich aber eine Woche dann schon damit geflippt. Und dann sah er so aus. Der Lack ist überall schon runtergekratzt worden und das Handleplay sieht folgendermaßen aus. Ja, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen scheiße, kann man schon sagen. Ja, die Schrauben, die sind jetzt zugeklebt worden, das heißt, man kann die nicht nachziehen. Ich habe das auch schon öfters mal probiert und man sieht, die sind schon komplett abgenutzt worden. Und ja. Das Latch, das musste ich halt einfach rausnehmen, weil es gestört hat. Hier war nämlich kein Latchgate drinne. Und die Schrauben hier sind auch schon rausgeflogen, deswegen habe ich auf beiden Seiten dann Isolierband dran gemacht. Das Einzige, was halt an dem Butterfly noch nicht komplett zerstört ist, sind jetzt hier die Tangpins. Die halten immer noch die Handles ein bisschen auseinander. Aber ansonsten ist das halt eigentlich jetzt nur noch eins, was ich mal mit rumtrage, damit ich unterwegs auch ein bisschen flippen kann, ohne dass hier zum Beispiel ein teures kaputt geht. Denn hier können wir gleich mal vergleichen. Das hier ist mein Replikant. Okay, es ist zwar eine Kopie von einem Replikant, aber ich musste die Schrauben inzwischen nur einmal nachziehen und das ist auch schon wieder eine Weile her und das hier hat sich an Handleplay getan. Ich habe das jetzt schon also ich hier flippe jeden Tag so gefühlt eine Stunde damit und das ist halt einfach alles an Handleplay, was es gibt. Das Teil läuft übrigens auch sehr flüssig über die Kugellager, die drinne sind. Und das ist für einen 70-Euro-Trainer eigentlich schon sehr gut. Und das hier ist gerade mal eine Kopie. Und ich möchte mir ja dann den Barebones-Trainer im Original holen. Mal abwechslungsweise, weil ansonsten macht ja Blade Runner Systems eigentlich keine Trainer. Da gibt es dann halt nur Klingen, die man sich aber halt auch nur zu einem Butterfly dazu bestellen kann. Weil das Butterfly so selbst kommt ja dann halt immer mit scharfer Klinge an. Und das ist dann halt auch wieder blöd für die Deutsche, wenn man da sich das Butterfly bestellt, eine Trainerklinge reinmachen will, geht das nicht, weil man es ja nicht nach Deutschland liefern lassen kann. Das ist, finde ich, sehr blöd. Außerdem sind ja die kleinen Schrauben auch sehr stabil. Also vor allem die hier unten. Hier kann man auch schon sehen, wie sich die ganzen einzelnen Ebenen verschieben. Oder man hört halt ja auch knacken. Und hier passiert halt einfach gar nichts. Hier hört man nichts. Hier passiert auch nichts. Hier regt sich nichts. Der einzige Kritikpunkt ist hier, dass immer wenn das Latch draufschlägt, dass hier ein paar kleine Ritze drin entstehen. Aber stört mich jetzt eigentlich nicht weiter. Im Großen und Ganzen sieht man das ja immer noch. So von dieser Seite, hier, diesen Bereich beachtet man ja fast gar nicht. Es sei denn, man guckt halt von hier oben wirklich drauf. Aber früher oder später nutze ich halt auch einen teurer Balaisonmesse-Trainer ab. Den habe ich ja jetzt schon um einiges länger als diesen hier. Den habe ich jetzt gerade mal fa seit fast einem Monat. Und der sieht schon so aus, als hätte ich den seit einem Jahr im Gebrauch gehabt. Ja. So. Ich werde euch dann natürlich halt auch noch ein Video von dem Dirty Cross verlinken, wo er halt einen Balaison vorgestellt hat von Jerry Home Design, das wirklich sehr gut ist. Also die Teile halten wirklich ein Leben lang. Die Schrauben lockern sich wirklich höchst selten. Bei meinem Mofo, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag intensiv damit flippen würde, müsste ich die Schrauben vielleicht so, ja, alle 1,5 Wochen mal nachdrehen. Das hat man zum Beispiel bei günstigen Balaisons auch nicht. Hier war nämlich kein Latchgate drinne und die Schrauben hier sind auch schon rausgeflogen, deswegen habe ich auf beiden Seiten dann Isolierband dran gemacht. Also hier ist ein Latchgate. Das Latch kann also nicht die Klinge berühren, vor allem weil die Klinge hier vorne ja filigran ist. Also der Klinge passiert hier nichts. Handelspiel, ja, gleich null. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet.
Und hier erkennt man, oder hier erkennt man einfach so die Unterschiede zwischen High-End-Balisong und irgendeinem billigen 10-Euro-Trainer. Ganz einfach, billige Trainer haben Handle-Play, die Verarbeitung, ja, die Schrauben fallen nach 5-mal Flippen raus und das habt ihr bei solchen hier definitiv nicht. Und da wundern sich noch Leute, warum man viel Geld für einen Balisong oder für ein Messer ausgibt. Ich meine, wenn man sowas Tolles hier bekommt und vor allem sowas Riesiges. Und da kann man auch wirklich sehen, wenn man ein bisschen Geld bezahlt für einen Balisong bzw. einen guten Balisong-Trainer, was man dann halt auch für Qualität bekommt. Und zwar halten die dann ein Leben lang. Und die hier, die halten vielleicht eine Woche. Der sieht schon seit fast dem Beginn, seitdem ich ihn habe, so aus. Das hier ist halt schon etwas älter und hier geht halt fast der Lack noch gar nicht runter. Und es sind ja noch keine Risse oder Kratzer drin und ich benutze den halt auch nicht nur drinnen. Und ich bin ja halt auch wirklich oft einmal draußen mit dem. So im Garten zum Beispiel, da gibt es halt Holzplatten und so, da kann der auch drauf fallen. Das ist jetzt zwar nicht ein wirklich immenser Schaden für so einen Butterfly-Trainer, aber trotzdem hat er hier noch fast gar keine Kratzer. Außer hier oben mal diese paar Stellen, wo hier schon der Lack ein bisschen runter geht. Aber ansonsten ist der eigentlich eine. Ja, so wie gesagt, ich werde euch dann mal das Video verlinken, was der Dirty Crosser hochgeladen hat. Und da sieht man halt auch wirklich, was für eine Qualität man da halt bekommt, wenn man so einen teureren Balisong-Trainer hat. Ich werde euch dann halt das Video von Dirty Cross verlinken und dann auch noch das Video von dem Butterfly-Trainer hier. Ja, und billig muss jetzt nicht auch unbedingt gleich Scheiße bedeuten, weil ich habe hier noch ein paar Trainer von Andux rumliegen, die ich bis heute auch immer noch sehr gerne verwende. Und die weisen auch einen etwas höheren Qualitätsstandard auf, auch wenn hier der Lack schon ein bisschen abgekratzt wurde. Das liegt einfach daran, dass hier ein bisschen Kante drüber steht. Das heißt, dass der Lack hier ran abgekratzt wird und hier ist das Handleplay auch, das hält sich auch immer noch in Grenzen. Das ist, also billig heißt nicht gleich scheiße, aber billige Butterfly-Trainer neigen halt schon eher dazu, Macken aufzuweisen. Auch wenn die hier halt alle noch sehr gut funktionieren. Hier ist das Handleplay jetzt auch nicht wirklich mehr geworden, als ich hier das letzte Mal vorgestellt habe. Den hier benutze ich aber halt eigentlich auch fast nur drinne, weil wenn hier der Lack runtergeht, das sieht man auch schon hier zum Beispiel an den Berührungspunkten, wie schnell das halt einfach geht mit dem Lack. Und wenn ich den jetzt draußen benutzen würde, der wäre eigentlich fast nur noch silber. Ja. Und man sieht hier halt auch schon, dass das Latch nicht mehr ganz hält, wenn es so offen ist, weil hier halt schon sich sehr viel abgenutzt hat an diesen Punkten, wo das halt aufeinander trifft. Und deswegen quietscht das Latch hier auch so und hält nicht mehr fest. Weil die Händel sich halt einfach inzwischen schon zu nahe stehen. Ja. Aber ansonsten sind die halt eigentlich auch beide noch ganz gut und sind sogar zu gebrauchen. Und die anderen, die ich habe, die habe ich jetzt gerade leider nicht in der Nähe liegen. Die funktionieren aber auch noch und die sind halt auch alle noch in einem guten Zustand. Okay, bis auf der eine Silberne mit der Channel Construction, der hatte eine Vernietung und die hat sich dann aufgelöst. Da musste ich dann selber noch eine Niete reinklemmen. Der war dann auch nicht so gut, aber der war auch nicht so teuer. Ja. Und ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.